Bei einem Thema, was alle ziemlich bewegt, sieht man das ganz deutlich. Ich sage nur ein Stichwort: Glyphosat. Solange da noch nichts verboten ist, machen es einfach andere. Und wir haben hier einmal jemanden dabei, da müssen wir nur ein Stück südlicher schauen. Ein Mann aus Südtirol, aus der Gemeinde Malt. Er hat einfach gesagt, na gut, wenn nichts verboten wird, dann mache ich es halt selber. Herzlich willkommen einmal Ulrich Veit, Bürgermeister von Malz und Südtirol. Wunder von Malz. Und auch in Frankreich geht es schon ordentlich zur Sache. Da diskutiert man ein Glyphosatverbot. Und eine treibende Kraft dort ist Joël Labbé, ein Senator aus Morbihan in Frankreich. Der erzählt danach, wie es in Frankreich läuft. Aber nun erstmal Ulrich Veit, Bürgermeister von Malz und Südtirol. Ja, danke Joyce. Die Welle ist in der Politik angekommen. Und eines vorweg, ich bin ein kleiner Bürgermeister und will nicht Bundeskanzler werden. Ja, es wurde schon angekündigt, wir haben nicht nur Glyphosat verboten, wir haben es auch satt, dass überhaupt Pestizide eingesetzt werden. Das heißt, wir haben in unserer Gemeinde alle chemischen Pestizide verboten. Das mag jetzt einfach klingen, aber es gibt natürlich auch Tage, an denen uns eisiger Wind ins Gesicht bläst. Aber diese halten wir gerne aus und wenn ich heute hier stehen darf, dann weiß ich auch wieso. Vielen Dank für die Kraft, die ihr mir gebt und vielen Dank für die Kraft, die ich auch mit nach Hause nehmen kann. Wir werden in Malz oft gefragt, wieso es eigentlich ein Umdenken braucht. Die Landwirtschaft in Südtirol ist doch sehr erfolgreich. Das stimmt. Aber intensiv betriebene Landwirtschaft hat immer auch Schattenseiten. Und das sind vor allem zwei Punkte, die wir in Malz einfach nicht verstehen können und auch nicht verstehen wollen. Und das ist erstens, verstehen wir nicht, wie man wirklich glauben kann, dass Mittel, die Tiere und Pflanzen töten, für uns Menschen unbedenklich sind. Und zum Zweiten, was bitte haben Gifte in der Produktion von Lebensmitteln verloren? Lebensmittel und Gifte passen nicht zusammen. Und das sehe nicht nur ich als Bürgermeister so, sondern in unserer Gemeinde sehen das ganz viele so, und zwar ganz genau 76%. Wir haben unsere Menschen gefragt und 76% haben gesagt, dass sie sich eine Landwirtschaft in ihrem Lebensraum wünschen, die ohne chemische Pestizide auskommt. Und das ist schon mal eine klare Aussage. Und diesem Wunsch sind wir auch nachgekommen, weil bei uns eben das Volk das Sagen hat. Bei uns in Malz haben Lobbyisten Hausverbot. Und ich bin mit guten Neuigkeiten nach Berlin gekommen. Diese Abstimmung war im Jahr 2014. Und in den letzten Jahren hat sich in Südtirol wirklich viel getan. Die Umstellquote auf Bio ist extrem hoch in Südtirol. Vor Weihnachten hat sogar unser Landesrat bekannt gegeben, dass er seine Landwirtschaft umstellt. Seine Äpfel werden in Zukunft Bio sein. Ein klares Signal. Und auch unser Landeshauptmann macht sich für eine nachhaltige Landwirtschaft stark. Und darauf sind wir wirklich stolz. Ich glaube, das Beispiel Malz zeigt, dass es sich lohnt, für eine bessere Welt einzustehen. Heute ist Malz frei von chemischen Pestiziden. In einigen Jahren wird es ganz Südtirol sein. Und wir träumen davon, dass auch Europa mitzieht.
Und wie unser Beispiel zeigt, entsteht Großes immer im Kleinen. Das ist ganz normal. Und jeder von uns kann, nein, ich korrigiere, jeder von uns muss seinen Beitrag leisten. Und das ist einfach. Es braucht nur ein bisschen Weitsicht, es braucht Mut und es braucht Ausdauer. Mehr braucht es nicht. Dankeschön. Danke, herzlichen Dank an Ulrich Veit, Bürgermeister von Malchen, Südtirol.